Ich will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen und mit Worten Brände legen. Herzlich willkommen zum Tagesrausch, und zwar zu einer besonderen Episode. Jetzt nicht zwingend, weil Hans bei mir ist, den habe ich euch ja schon in ein oder anderen Folge vorgestellt. Aber Generalprobe, Hans weiß nicht, warum er hier sitzt. Normalerweise ist es nämlich so, dass wir vor den Tagesrausch-Episoden schon so ein bisschen über die Themen quatschen. Und dann habe ich das Gefühl, dass wir immer mal Fragen stellen, die euch so ein bisschen überfordern, die sehr speziell sind und Expertenwissen voraussetzen. Und Gott sei Dank habe ich bei dem Thema, um das es heute gehen soll, selbst quasi keine Vorbildung und kann deshalb mal ganz dumme Fragen stellen, in Anführungsstrichen. Hans, heute soll es nämlich hier um Goa gehen und um die Beziehung zwischen Drogen und Musik. Und du bist ja nicht nur Drogenforscher, sondern auch Musikwissenschaftler. Deshalb dachte ich mir, du kannst uns und den Zuschauern vielleicht am ehesten erklären, wie das denn ist mit, ist Musik eine Droge, so als Eingangsfrage? Sagen wir so, wenn man die Begriffe Musik und Droge im Mund nimmt, dann muss man das verbindende Glied auch nennen. Und das ist Spiritualität. Das spielt bei Goa eine große Rolle. Nicht die Goa-Musik, die Goa-Kultur, so wie wir sie heute kennen, in Europa, in Amerika, Australien, Japan oder wo auch immer, die hat sich eigentlich in den späten 60er und 70er, frühen 80er Jahre entwickelt. Mhm. Und da spielten ein paar Faktoren eine Rolle. Das eine war die Nähe von einem großen Ashram in Pune. In Pune gibt es aber... Was ist Pune? Pune, das ist eine Stadt in Indien. Und da war der Bhagwan Sri Rajneesh, ein Guru, und der hat viele Europäer und Nordamerikaner nach Indien gelockt, und die kamen dann rot oder orange gekleidet zurück mit einer Halskette und seinem Bildchen dran. Und der hat Musikmeditationen auch gemacht. Mhm. Nun, Pune liegt unweit von Bombay. In Bombay gibt es einen großen Hafen und keine schönen Strände. Also zum Feiern ging man nach Goa. Das ist eine Region oder Insel? Oder? Goa ist ein kleiner Bundesstaat in Indien, ein paar hundert Kilometer südlich von Bombay, und war lange eine portugiesische Kolonie, hat dadurch eine etwas andere Tradition als die umliegenden Bundesstaaten in Indien. Also das Saarland Indiens? Ja, kann man so sagen. Und in diesem Ashram gab es ein Musiker, das war der Georg Deuter, Chaitanya Hari, und der hat mit einem ziemlich neuen Computer gearbeitet, dem PBG-Computer, den hat ein gewisser Palm aus Waldorf in der Nähe von Hamburg entwickelt. Das ist so das Vorläufer, der Vorläufer-Synthesizer von Microwave. Das wissen vielleicht viele, die aktiv Musik machen, was das für ein Gerät ist. Und der hat da einige Meditationen gemacht, eine dynamische, eine Kundalini. Und das waren Tanzmeditationen, sehr sequenziell aufgebaut und auch mit hoher BPM-Zahl, vor allem die dynamische. Das heißt, da lief Musik und die Leute haben dazu getanzt und das hat sich geschüttelt. Vorgang benutzt. Ja, das ist also, sagen wir, für eine Meditation ist eine dynamische Meditation, sich schütteln und tanzen und schreien und so verschiedene Aspekte. Und das hat mit in die Goa-Kultur reingewirkt, weil es waren einfach sehr viele Sanyas von Pune, die nach Goa sind. Und dann waren in Goa vertreten Althippies aus Kalifornien, also viele Leute, die mit LSD Erfahrungen hatten und sozusagen psychedelisch, psychonautisch vorgebildet waren. Und dann kamen auch noch andere Europäer nach Goa, um zu feiern, weil das war einfach ein guter Feierort. Und da hat sich dieser Stil entwickelt. Also Meditation, Spiritualität und Musik sind da zusammengekommen. Und wie jeder weiß, in Goa wird gekifft, sehr viel, gutes Gras, Kerala-Gras,
Nicht umsonst sitzen wir gerade im Hanfmuseum im Raum mit den Kulturen, die in aller Welt so Cannabis konsumieren. Ja. In Indien ist das ja weit verbreitet. Und dann ist eben auch in diese Musik eingeflossen, die psychedelische Bewegung aus Kalifornien. Mhm. Also sagen wir was so Tim Leary und Company entwickelt haben, bewegt haben, ist da mit eingeflossen, also Aspekte der Politik der Ekstase. Obwohl die zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr aktiv waren. Die waren nicht mehr aktiv, aber sie haben ja viele Leute beeinflusst, die haben ja jede Menge Partys gemacht, die haben mit einer Kultur aufgebaut. Wie ist es gekommen, dass sich Goa dann quasi in der ganzen Welt ausgebreitet hat? Es gibt immer wieder Leute, die sagen, Goa ist eine virale Musik, die hat sich wie ein Virus verbreitet. Was unterscheidet Goa da von Schlager beispielsweise? Goa ist eine Weltkultur. Wissen Sie, die Goa-Musik kommt im Wesentlichen ohne Texte aus. Das heißt, man hat keine Sprachgrenze. Nun sind aus Goa die Leute weltweit wieder in ihre Heimatländer gefahren und haben das Partygefühl mitgenommen und haben angefangen, das zu Hause umzusetzen. Es gab auch in den 70er Jahren sehr viel Sanyas-Discos. Also die Schüler von Bhagwan haben Discos aufgemacht. Und das war, also in verschiedenen Städten waren diese Discos sehr angesagt. Und da wurde eben auch von diesem Geist schon etwas rüber transportiert. Also in den Wurzeln von Goa sind auch die Erkenntnisse aus Substanzen wie Chas, Manali und ähnliche gute Sorten, Erfahrungen mit Sadhus, wo die Leute persönlich gemacht haben und das nicht nur aus dem Lexikon kennen, und Erfahrungen vor allem mit Psychedelika, LSD, Zauberpilze. Dann stimmt das Klischee von Goa-Veranstaltungen als Drogenpartys also? Als Drogenpartys, sagen wir, auf Goa-Partys werden vielleicht etwas andere Drogen genommen als auf einer Gabba-Party oder auf einem Oktoberfest. Hm. Aber es werden eigentlich fast überall Drogen genommen. Nur auf den Goa-Partys ist der Anteil von Psychedelika immer noch größer als, sagen wir, der Anteil an Entaktogene. Was heißt was? Entaktogene, das ist Ecstasy und ähnliche Stoffe. In Hauspartys zum Beispiel, das sind Empathogene, also gefühlssteigernde und die Gefühle in anderen wahrnehmende, Verstärkung der Wahrnehmung der Gefühle in anderen. Da sind diese Drogen, sagen wir, eher angesagt. Auf Gabba oder Speedcore-Partys eher schnelles wie Amphetamin oder Methamphetamin und auf psychedelischen Partys eben mehr Psychedelika. Und auf Blasmusikfesten dann halt der Alkohol. Ja, wobei also auf Blasmusikfesten würde ich sagen eher Bier und Schnaps. Nicht auch Alkohol kann man differenzieren. Während, sagen wir, in der Vorhalle eines Opernhauses wird doch mehr Champagner und Sekt getrunken. Okay, und dann beim Jazzmusikpublikum wieder was ganz anderes. So hat jede Szene, jede Musikszene ihre Drogen. Woran liegt das, dass sich da so abgegrenzte kleine Kulturen entwickeln? Liegt die Substanz in der Musik oder? Also die Substanz und die Musik, die haben schon gewisse Zusammenhänge, weil Substanzen verändern die Wahrnehmung. Und wenn Musiker bestimmte Substanzen konsumiert haben oder sich sehr interaktiv mit Menschen zusammengesetzt haben und
Erfahrungen ausgetauscht habe über die Wirkung von Musik, sind Musiker auch in der Lage, für bestimmte psychedelische Substanzen, sagen wir, gute Musik zu machen, so dass man von dieser Musik auf dieser psychedelischen Reise getragen wird. Das heißt, wenn die Musik und die Substanzen aufeinander gut abgestimmt sind und verschiedene Substanzen haben unterschiedliche Veränderungen der Wahrnehmung, gerade was das Zeitgefühl anbelangt, gerade was die Erinnerungen an Tonhöhen anbelangt oder an Vielfältigkeiten von Klangfarben, das ist unterschiedlich bei Substanzen. Was vielleicht neu ist, ist dadurch, dass man viel reisen kann, dass viele Menschen Erfahrung von anderen Ländern haben. Und all die, die in Goa waren zum Beispiel, die tragen etwas in der Erinnerung mit. Und wenn man gleiche Bilder in sich trägt, dann kann man auch subtiler darüber kommunizieren. Bei Goa ist ja nicht nur die Musik spielt eine Rolle, sondern da spielt die Deko eine Rolle. Man hat viel Schwarzlichtkunst, man hat ganz bestimmte Symbole, die man weltweit auf Goa-Partys trifft. Auf Goa-Partys kriegt man sehr selten eine Bratwurst zu kaufen, weil das ist meistens vegetarisch, vegan. Und es gibt Chai und kein Caipirinha oder solche Sachen, zumindest auf alternativen Partys. Bei großen Kommerzpartys sieht das vielleicht auch wieder anders aus. Aber es ist ein Lebensgefühl mit dabei. Und dieses Lebensgefühl verbindet. Und das ist eine Weltkultur. Wenn ihr mehr über das Lebensgefühl Goa erfahren wollt, dann sei euch das Buch 20 Jahre Goa ans Herz gelegt, das ihr beim Nachtschatten Verlag bekommen könnt. Die URL blende ich gerade mal ein. Hans, du hast bestimmt noch einen weiteren Buchtipp zum Thema Drogen und Musik. Da gibt es einmal auf PsyTV von Jörg Fachner einen guten Vortrag, den hat er auf der Cultiva gehalten, wo er sehr differenziert darauf eingeht, wie verschiedene Substanzen auf die Wahrnehmung reagieren und wie auch die Reproduzierbarkeit, also aus der Erinnerung heraus wieder einen Ton zu machen unter verschiedenen Drogen, wie sich das verändert oder wie die Wahrnehmung sich verändert für Feststellung, was ist eine bestimmte Zeit, also das Zeitempfinden. Das ist also für das nähere Verständnis, ist das sicher sehr interessant. Dann sei euch dieser Videolink empfohlen. Ihr findet ihn wie immer in der Beschreibung. Hans, ich danke dir für dieses Blind Date im Museum. Es hat mir viel Freude gemacht. Ich habe eine Menge gelernt und muss jetzt gleich mal nachgucken und dann noch ein bisschen mehr nachlesen und weiterlernen. Gut. Also, bis bald und danke. Ja, bitte. Ja, geschehen. Tschüss. Ciao. Ich will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen. Und mit Worten Brände legen. Ein Blatt vom Mund ist in das Wegen.